Willkommen zurück zu The Cat Lady. Wir haben zuletzt im Haus von Susan die Kellertür freigemacht mit dem Schrank und haben die Alte hier mit ihrem Köter verjagt bzw. abgelenkt und waren auch schon in der leeren Wohnung und so weiter und so weiter. Habt ihr ja gesehen. Und jetzt gehen wir mal in den Keller und gucken mal, was wir hier finden. Hoffentlich ist es nicht zu dunkel und wir brauchen wieder Licht oder sonst was. Ach, es geht aber. So, was haben wir denn jetzt hier? Rohre untersuchen. Die Wasserversorgung für das ganze Gebäude kann hier ausgestellt werden. Das muss ich aber gerade nicht tun. Kommt bestimmt noch. Verlängerungskabel. Aha. Okay, vielleicht brauchen wir das für oben, für den komischen Typen. Kohlenrutsche. Wurde seit vielen Jahren nicht mehr genutzt. Alle Wohnungen haben mittlerweile Zentralheizung. Das kann ich nicht von Hand öffnen. Ich brauche eine Kurbel und wir haben sogar eine. Nämlich das Pedal. Ich habe Angst, dass wir eine Leiche entdecken. Untersuchen. Voller Kohlen, dreckig. Nichts anderes? Hm? Ich habe jetzt mit sonst was gerechnet hier, wenn das Ding hochgeht. Farbdose. Die nehmen wir mal. Ich werde die Dose nehmen, sobald ich sie geöffnet habe. So nützt sie mir gerade nichts. Aha, okay. Untersuchen. Rot, die Farbe von Blut. Öffnen. Der Deckel klemmt. Getrocknete Farbe hält ihn fest wie Kleber. Ich brauche ein Werkzeug, um sie aufzubrechen. Haben wir da irgendwas, was wir nehmen könnten? Nizi vielleicht? Nee. Besen? Nee. Ah, okay. Gucken wir mal weiter. Schild. Quiet Heaven Hotel? Nie davon gehört. Warum ist dieses Schild überhaupt noch hier unten? Nee, Puppe. Untersuchen. Was macht das hier unten? Vor allem das... I think I've got an idea. I know how I could pay Brian back for all that he's done to me and the cats. Brian. The guy from Flat 6, right? Yes. Brian. That nasty piece of shit. He deserves to be punished, you know. And this wedding dress will be perfect for this. Das frag ich mich. You ever jetzt. Heard the legend of the cat widow? Nee, haben wir nicht. The cat widow? No, can't say I have. Well, you're not from around here. But I'm sure Brian knows it. He grew up in this city, just like me. So, what's it about? It's an old story about a ghost cat who takes a human form to haunt her killer. Wow, that's pretty crazy, Mrs. A. Do you really think we can pull it off? Yes. Yes, of course. We just need to prepare. A good costume will do the job. This dress, we can alter it. We'll need some red paint, too. Are you sure about that? I promise this will work. And it will give us a chance to check his computer. If he's got one. Okay, so what do we need? Well, basically, we need three things. Okay, rote Farbe. Ja. Red paint. There's a tin here. We could use that. The dress will make a great costume. We just need it in black. Also, it should look damaged. That's important. Cat Widow is a ghost, after all. I'll need some scissors for that. We need some kind of mask. I don't want him to recognize me, obviously. Mhm. Okay. Dazu sagt sie nichts mehr. Nimm das Kleid. Wollen wir schon mal nehmen? Jawohl. Nee, Puppe, untersuchen. Können wir das nochmal angucken? Okay. So what do we need? Ach so. Well, basically... Ja, okay. Ja, nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht alles nochmal... Red. Okay, schön. Ja, Schwarz und so soll es sein. Alles klar. The ja. Okay, alles klar. Und eine Maske. Okay. Ja. Wo soll ich wissen, dass wenn ich das leere Ding hier angucke, dass das alles nochmal kommt?
Hab's kapiert. Und das müssen wir noch aufkriegen, können wir aber nicht. Die Kronrutsche, weiß ich nicht, wofür die da ist. Vielleicht für dieses Experiment oder so. So, wenn wir hier weiter nach rechts gehen, ist hier noch was? Nein. Dann gehen wir mal erstmal wieder nach oben. Und dann würde ich gerne mit dem Besen nochmal in die leere Wohnung gehen. Die weiß ich nicht mehr. Ich glaube, in der ersten Etage war. Und die Steckdosenleiste, die könnte man ja auch gleich in die Steckdose stecken, die wir hier in der leeren Wohnung haben. Look, she left the door open. Oh, echt? Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Dann können wir da ja reingehen. Do you want to check her flat? I'll stay here and keep watch. Good idea. I'll be as quick as I can. Sehr schön. Dann geh mal los, Mitzi. It's not her. I didn't find anything. No computers, no laptops, no telephone line. Okay, I'm not really surprised, are you? At least we can now cross her off the list. Okay, sehr gut. Immerhin. Ich meine, die eigene kann man doch auch schon mal streichen. Es ist doch auch klar, dass das, oder? Let's go. Gut. Dann haben wir das ja schon mal gestrichen wieder. Sehr schön. Ist die Notiz eigentlich noch wichtig, oder? Nö. Da gehe ich mal bitte rein, genau. Und selbst wenn das mit dem Besen mit diesem Loch da irgendwie nicht klappen sollte, dann können wir die Steckdosenleiste da bestimmt schon mal anbringen. Oder so. Aber es geht sogar mit dem Besen. Yay! I'll try to catch that thing for you, alright? It's a statue of a cat. How nice. So there's another wacko obsessed with cats in this house. Lovely. Eine Katzenstatue, was hat es damit auf sich? Untersuchen. Eine schwarze Porzellankatze mit offenem Mund. Würde gut in meine Wohnung passen, aber ich habe wohl schon genug davon. Schütteln. Da ist was drin. Ein Schlüssel. Dann zerbrechen wir die doch einfach mal. Jawohl, ein Schlüssel war an der Katzenstatue. Was für ein seltsames Versteck. Was ist denn aus der guten alten Fußmatte geworden? I see I caught this statue only so you could smash it to pieces. Thanks. I don't remember asking you to catch anything. Wir haben einen Schlüssel. Sehr schön, okay. Trotzdem werde ich jetzt nochmal hier hingehen. Denn wir haben ja hier die Steckdose. Und was kann man daran tun? Eine Steckdosenleiste. Ein Verlängerungskabel. Okay, das sieht immer aus wie eine Steckdosenleiste. Okay, das ist ein... Geht das da? Nö. Nö. Sieht alt aus, aber scheint okay zu sein. Ist auch lang. Ich finde sicher gute Verwendung dafür. Okay. Das war's mit meiner Idee, weil ich dachte, das wäre eine Steckdosenleiste und nicht das Verlängerungskabel. Stimmt. Im Keller hieß es aber auch Verlängerungskabel, aber ich habe mich jetzt mehr am Bild orientiert. Na gut. Kann man hier noch irgendwas machen? Hänge es zurück. Benutzen. Bezweifle, dass ich jemals jemanden finde, der mich heiraten will. Wenn es doch, werde ich nicht dieses Kleid tragen. Das steht fest. Ja. Gut, dann probieren wir das doch erstmal mit dem Schlüssel aus. Weil wenn wir schon mal einen Schlüssel haben, sollten wir den doch nutzen können, oder nicht? Irgendwie. Dafür gehen wir... in die zweite Etage. Und dann können wir den Schlüssel hoffentlich benutzen. Ohne, dass es total geknackt wurde. Do you want to go in first? Boah, das ist die Pärchenwohnung. Die aber irgendwie nicht da sind und so. Was finden wir hier wohl? Come on in. The place seems empty.
Bisschen unheimlich hier. Was soll das mit diesen ganzen Stühlen da hinten? Watch out, Mrs. A. There's a massive hole in the floor. Just step around it. I'm not blind. Besides, I know it's there. We saw it from the floor below. Let's have a look around. There's got to be a computer here somewhere. I really don't like this place. Nee, ich wollte gerade sagen. Yeah. It's rather creepy. Ist schon komisch da. Irgendwie. Was ist denn hinter diesem Vorhang? Ist da das Bett und... Was ist das für ein Ort? 666, hallo, was sind das für Leute? Und voll der... Bingo! Wow. We found what we were looking for. This laptop could be it, you know. Maybe Joe is our guy after all. No, no, no. It's a disaster. The power lead is missing. It won't switch on. Right. What a shame. Can we go now, please? I think I've seen enough. I don't need any more trouble. No, it's okay. I've got an idea. It seems it's a similar model to mine. I'll just go back to the flat and bring my power lead. I don't know. You sure this is gonna work? I think so. At least we'll give it a shot. Und wenn die wiederkommen? Just stay here and I'll be back in a second. Oh oh, was? Du willst, dass ich alleine hier bleibe? Warum gehen wir nicht zusammen? Ich mag es hier wirklich nicht. Warum gehen wir nicht zusammen? Why don't we go together? I really don't like this place. You said you haven't seen this guy for ages. He probably doesn't even live here anymore. Relax. Nothing's gonna happen. I'll be back before you know it. Bin ein Idiot, aber gut, ich warte hier. Ich werde bis 100 ziehen. Wenn du dann nicht zurück bist, hau ich ab. Okay. I will count to 100. If you're not back, I'm out of here. I'll be back before you get to 75. Don't worry. Hey, I just remembered something that'll keep you busy. While I'm gone, think of a vegetable. What? Why? To keep your mind occupied. I bet I can guess which vegetable you are thinking of when I'm back. So you're a mind reader now? No. This is just a little experiment of mine. Okay, whatever. Now go. I'm counting already. Oh oh, ob das so gut geht. Ich hoffe es. Vielleicht kann... Why do I always end up in places like this? Ja. Vielleicht finden wir ja was noch. Oh Gott, jetzt klingelt auch noch das Telefon. Nein, da gehen wir nicht ran. Wir können da nicht rangehen. Spiegel zerbrechen, habe ich auch mal versucht. Hat mich irgendwie nicht aufgemuntert. Ja. Schön. Laptop. Das Stromkabel fehlt, außerdem kann ich nicht so gut mit Computer umgehen. Ich überlasse es lieber Mitzi. Passt irgendwie nicht hierher. Ich hoffe, Mitzi kriegt ihn bald zum Laufen, damit wir schleunigst hier verschwinden können. Steckdose. Aber wir hätten das Verlängerungskabel gehabt. Ich dachte, das kommt jetzt zum Einsatz. Tür. Untersuchen. Klar. Toll. 3 Sechsen, die Zahl des Tieres. Wahrscheinlich lagert er da verstümmelte Leichen seiner Opfer. Andererseits, ich habe mal irgendwo gelesen, dass es eine andere Bedeutung der 3 Sechsen gibt. Etwas ganz Unschuldiges. Ich kann mich nicht erinnern. Es war vor langer Zeit. Und ich habe andere Sachen im Kopf gehabt. Selbst wenn ich es wollte, der Türknauf fehlt. Ja, dann, Garderobe. Keine Mäntel an der Garderobe. Joey trägt seinen Mantel wohl gerade, wo auch immer er ist. Es ist kalt um diese Jahreszeit. Wenn ich jetzt hier gehe wieder. Ach, hier ist das Telefon. Die Wand über dem Tisch ist voller Blätter, die an die Wand gespinnt sind. Sie sehen wie handgeschriebene Briefe aus. Oh, der Vorhang. Tisch. Untersuchen. Ekelhaftes, vergammeltes Essen ist auf dem ganzen Tisch verteilt. Sieht so, als hätte jemand eine Mahlzeit zubereitet und sie dann kaum angerührt. Oh Gott. Da ist das Telefon. Oh nein. That damn hole. Nearly forgot about it this time. Warum kommt das jetzt auf einmal auf Englisch? Remember the hole, Susan? Oh Gott, da kommt jemand zurück, oder was? Oder was? Die Geräusche kenne ich nur aus dem anderen Haus. Oh oh, jetzt bewegt sich das hier voll. Können wir das nicht irgendwie... aufmachen. Oh oh.
Wollen wir uns einfach mal hinsetzen? Nein, lieber nicht, der ist staubig und ich trage schwarz. Ach, schwarz. Moment. Benutzen. Ich bezweifle, dass jemals jemand findet, der mich daran... Nein, du sollst es natürlich hier im Stuhl, wenn das Ding schwarz ist. Moment mal. Ach komm. Warum kannst du das jetzt hier nicht benutzen? Das ist doof. Der ist staubig und ich trage schwarz. Ach so, ich dachte, der Stuhl wäre schwarz. Aber vielleicht können wir das Kleid hier an die andere Dings hängen. Da war doch noch so eine komische Garderobenpuppe hier. Aber das geht nicht, ne? Tisch nochmal. Okay, eine vergammelte Mahlzeit. Das bringt mir nicht viel. Gut, dann gehe ich hier nochmal zum Telefon zurück, auf zu stocken. Du Spiel. Fernseher, bitte. Einmal Fernseher, bitte. Nicht Slow Motion. Schalte ein. Was kommt jetzt? Gar nicht gruselig. Telefon. Careful now. Untersuchen. Seltsam, ich glaube, es ist nicht mal eingesteckt. Es muss meine Einbildung sein, die mich hier verarschen will. Dann heben wir mal auf. Sinnlos, hat schon aufgehört zu klingen. Naja, wenn es überhaupt geklingelt hat. Kannst du nicht mal zurückgehen? Vielleicht ist ja mit Mizi doch was. Mizi? Ich will zurückgehen zu ihr. Die kommt irgendwie die ganze Zeit gar nicht. Huch. Oh. Damn. The door handle just came off in my hand. Ja, aber dann... How am I gonna get out of here now? Jetzt kannst du aber den Türknopf an der anderen Tür benutzen. Yippie. Mizi? Ja, rufen bringt da wohl nicht viel. Mizi? Are you there? Shit. Ja, komm. Lass gut sein. Können wir den Türknauf vielleicht aber auch zurückpacken einfach erstmal? Komm, hier. Türknauf benutzen. Geht das nicht? Wie seltsam. Passt scheinbar nicht mehr. Wie soll ich jetzt rauskommen? Ja, okay. Es läuft darauf hinaus, dass wir durch die 666-Tür gehen dürfen. Careful now. Ja, das Loch, ich weiß. Wow. Ich glaube, Susan kriegt auch so ein bisschen Paranoia, wenn sie alleine ist und Angst hat. So Angstsituation. Was war hier Tisch nochmal? Untersuchen. Geschriebene Briefe. Okay. Nichts, was uns aber im Moment... Ja, hier Garderobe. Vielleicht kann man da das Kleid hinhängen. Benutzen. Ich bezweifle. Ja. An die Garderobe geht sowas auch nicht. Könntest du aber das Verlängerungskabel hier noch ran benutzen? Nö. Okay. Nö. Immer ganz stumpf. So, Türknauf. Wir probieren das mal. Wird wahrscheinlich gehen. Was sonst? Super. Untersuchen. Ja, hatten wir schon. Dann gehen wir da mal rein. Badewanne. Das Wasser aus der Badewanne hat den ganzen Boden unter Wasser gesetzt. Ist mir eigentlich egal, ich will nur so schnell wie möglich hier raus. Schaufensterpuppe. Okay, eine Schaufensterpuppe in der Badewanne. Dieser Typ ist ohne Zweifel verrückt. Yep. Toilette. Dreckig, wie alles andere an diesem Ort. Ich nehme das Stromkabel, das ist praktisch. Und gruselig. Hm. Wer kommt da jetzt? Nein! Nein! Scheiße! Was mache ich jetzt? Was machen wir denn jetzt? Nein! Der kommt bestimmt zu uns! Susan! Aber was soll ich denn machen? What the? Was geht denn jetzt ab? Get out of here. Ja, ja. Sie möchte rausgehen. Nein, geh nicht raus. Bleib da. Weil, scheiße.
Oh Mann, dann kommen wir doch dem Typen entgegen und... Nein, ich will nicht. Kannst du nicht einfach hier bleiben? Kann man nicht hier bleiben? Wir wissen doch schon, dass wir ihnen dann entgegengehen. Oh, wir müssen noch irgendwas machen können. Ey, das gibt's doch nicht. Ja, okay, ich gehe raus. Schnapp dir den Laptop und lauf raus. Jesus. No. You were not supposed to be here. Ja. Was ist das für ein Typ? Warum lebt er hier so? Why did you have to ruin everything? What have you done? You stupid, evil bitch. Who are you? Tut mir leid, die Tür war offen. Ich bin von den Gaswerken. Hier ist irgendwo ein Leck. Wir lügen mal. I'm the gas inspector. There's a leak somewhere? Is that so? I can't smell any gas here. How odd. I think you're lying. You took her away, didn't you? What has she ever done to you? What? Look, sir, you are wrong. Shut up! I won't let you trick me again! Did they send you? They think I'll fall for these lies, but I'm smarter than this. Was hat der denn für Probleme? I know what you're up to. Meine Freundin weiß, dass ich hier bin und sie wird die Polizei rufen. Ich will keinen Ärger. Lassen Sie mich einfach gehen. Lassen Sie mich... Ja. I don't want any trouble. Just let me go. And I've got a gun. I can shoot you right there in your heart. My friend knows that I'm here and she will call the police. Of course you haven't got a heart. Isn't that right? I have no idea what you're talking about. Listen, I've got to go now, all right? I'll slowly walk out of here, and you'll never see me again. Hoffentlich verliert Susan nicht wieder eines ihrer Leben. Das wäre scheiße. Bleiben Sie, wo Sie sind. Kommen Sie nicht näher. Beruhigen Sie sich. Geh jetzt und wir vergessen das alles. Mizi, bist du da? Ich brauche Hilfe. Ich habe immer Angst, dass ich Mizi damit verrate. Aber ich ruf mal nach ihr. Ich versuch's mal. Mizi? Are you there? I need help! Where the hell are you? I tried calling for help too. No one ever comes. Just the devil. Aber Mizi wird kommen. You are seriously freaking me out now. Tell cops all about the devil. I'm out of here. Get back here right now and give me that blasted key! Na, der Typ könnte es auf jeden Fall sein, den Mizi sucht. Das Loch. Pass auf das Loch auf. Nein! Oder vielleicht war es auch gut. Ja, vielleicht war es auch gut, dass sie runtergeknallt ist. Hauptsache, sie hat sich nicht wehgetan. Susan, geht's dir gut? Susan? Oh Gott! Und wo ist Mizi? Ich habe keine Ahnung, wo Susan jetzt wieder ist. Immer wieder wird sie gefangen und immer wird sie getötet oder immer soll ihr irgendwas Schlimmes passieren und sie ist irgendwie immer allein. Ich kann nur hoffen, dass Mizi ihr dann nochmal raushelfen wird oder Susan wie immer einen Weg alleine finden wird. Aber mit ihren 7 Leben, mal gucken, wann die aufgebraucht sind und mal gucken, wie es ihr am Ende gehen wird. Ich
wünsche ihr, dass sie das jetzt wieder schafft, diese Situation. Vielleicht war es gar nicht schlecht, dass sie durch das Loch gefallen ist und dem komischen Psychopathen da oben entkommen ist. Irgendwie, das ganze Spiel ist voller Psychopathen. Wir wundern uns darüber am besten gar nicht mehr und sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann!